So, ab geht's, weiter geht's, ab in den Wettkampf. Weltcup springen 27 von 27, Skyfliegen WM springen 6 von 6, Land Slowenien hielt 215 Meter Rekord. Regie, ich habe noch keinen Ton hier. Ja, ja, diesmal ganz viele Fans. Ich habe nicht nur die der französischen Mannschaft werden jubeln, wenn sie hören, wer mich heute unterstützt. Marcel Leclerc. So, beim nächsten Mal bin ich garantiert wieder dabei. Babys. Ja, das hoffen wir natürlich alle und drücken ganz fest die Daumen. Wer fliegt am schönsten und vor allem am weitesten? Wir werden es heute erfahren beim letzten Tag der WM im Skifliegen. Nicht gestürzt, immerhin. Abzüge wird es da geben, ganz klarer Fall. Ich muss heute nichts sagen, oder? Also, schon die letzte Folge war total assi mit meinem ständig auf die Fresse fliegen. Riskieren wir nochmal einen Jetzt Blick in die Wiederholung. Jetzt wieder auf die Fresse. Vielleicht haben wir also das ich glaube, eine ich muss oder mir andere gleich Detail mal eine Dose übersehen. Red Bull holen, ja, weil Red Bull verleiht Flügel. Das hat letztes Mal auch schon geholfen. Oder ich sollte mal einen richtigen, kräftigen Schluck Kaffee nehmen. Also, so ein Dreck hier gerade, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich kriege hier gerade übelste Pimpernellen. Platz 10 nur. Das kann nicht sein. Ich war Platz 3 in der Skyflug-WM. Noch ein kleiner Hinweis zur sogenannten Hillside. Diese Angabe zur Schanzengröße wird an dem Punkt festgelegt, an dem im Auslauf noch 32% der Fälle herrschen. Sie ist meist etwas kleiner als die Juryweite. Ich hätte es wirklich nicht besser erklären. So. Es kann doch nicht wahr sein jetzt hier. 182 Meter, 56 Weitenpunkte. 116,4 Punkte. So. Wenn wir jetzt nicht nach oben kommen, dann weiß ich es auch nicht. Die Wiederholung wird uns Aufklärung darüber geben, wie er dieses Kunststück zustande gebracht hat. Wie ich das Kunststück zustande gekriegt habe, indem ich dir ganz kräftig in den Arsch getreten habe und dadurch bin ich ganz weit geflogen. Also, ja, weil du ja hinter mir hergelaufen bist und deswegen muss ich dann ganz weit springen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also so langsam kann es ja wohl nicht sein. So, jetzt haben wir hier schon 15 Points Vorsprung. Vor der Saison Vorsprung. Hatte ihn keiner so richtig... Und wehe, das reicht nicht. Jawolla, jetzt haben wir 10 Punkte aufregend Vorsprung. Aufregend das Springen heute, oder Marcel? Ja, jetzt den zweiten Sprung nochmal genauso. Und dann sollte das eigentlich Er ist für mich eine ganz heute. Große Echt? Überraschung in dieser Saison. Unter den Top 10 hätte ich ihn in diesem Jahr noch nicht erwartet. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass er schon mit den Top-Leuten mitspringen kann. Aber solche Shooting Stars machen unseren Sport letztlich interessant. Das kann ich unterschreiben. So. Mann, oh Mann, oh Mann. Das war wirklich 190,5 Meter. Neuer Weitenrekord und neue Bestwertung. Werden Sie da nicht ein bisschen neidisch? Mann. Ich freue mich mit ihm. Glauben Sie mir. Ich weiß, wie es ist, wenn man auf die Anzeigetafel schaut ja, und dann voll. So ein klasse so muss das sein. Da oben haben wir vielleicht hier die Skyflug-WM. Vielleicht noch ein bisschen unseren dritten Platz wenigstens verteidigt. Oh, die Kamera ist ja richtig scheiße. Und den Weltcup in dem Sinne haben wir auch unseren fünften wenigstens verteidigt. Nee, vierter müssten wir jetzt wieder sein. Jawohl, eindeutig. So, nach der Entscheidung jetzt nochmal das Endergebnis sind wir des Platz heutigen 3 geworden. Zum Nachlesen. Das ist schon mal sehr schön. Jubel wir hätten natürlich da viel besser Fans sein können, des Siegers, so aber auch Weltcup. Der Zweit- und Drittplatzierte können oh, mit ihren Leistungen heute sogar. Voll und ganz zufrieden sein. Aber auch die anderen Springer haben uns bei diesem spannenden Wettbewerb viel Freude und gemacht. Ihnen WM hoffentlich auch, liebe Zuschauer. Platz Bis zum geworden. Nächsten Mal verabschieden sich Ari Pechmann und Frankreichs Springerstar Marcel Leclerc. Nächstes Mal will ich aber schon selbst wieder auf der Schanze stehen, Harry. Da haben wir noch die 5 um, seht ihr, da waren wir noch Platz 5, aber wir sind ja Platz 3 geworden. So, da stehen wir mit Platz 5. Platz 2 sogar. Ja. Achso, das ist die Skyfleet WM. Da sind wir Platz 2 geworden, trotzdem die 5 um. Aber ist ja nicht so wild, würde ich sagen. So, jetzt gibt es erstmal viel Geld. Herzlichen Glückwunsch, durch Ihren ersten Platz im letzten Wettkampf haben wir 15.000 gewonnen. Dann haben wir 10.000 bekommen durch Weltcup Platz 3. Und dann haben wir nochmal 10.000 bekommen durch Skyfliegen Platz 2. So, auf dem Höhepunkt Ihrer Karriere werden Sie vom Präsidenten Ihres Landes empfangen. Und erhalten eine Medaille als Botschafter des Fairness. Publizität plus 2. Ja, perfekt, würde ich mal sagen. So, wir gehen wachsen.
Jawolla. Und wir gehen trainieren. Extra Training natürlich. Mindestens 45 Punkte und zusätzlich wird eine Telemark-Landung verlangt. So, jetzt kommt nämlich ohne Schnee springen. Ja, Sommerschanzen nennt man das, glaube ich. Ja. Bin ich mal sehr gespannt, wie das ist. An das kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wenn ich ganz ehrlich bin. Wie das abgeht. Auf jeden Fall haben wir hier übelsten Wind. Das finde ich gar nicht toll. Aber was soll's. Wir ziehen da einfach ein. Boah, ich bin nicht mal losgefahren und der Ball ist schon ganz unten. Alter, nee, das geht ja gar nicht. Voll auf die Fresse geflogen. Oh, Leute, echt, ey. Aber guckt euch den Wind mal an. Das ist ja, du bist gerade wieder gerade und dann landet der schon. Also, das ist doch Scheißspringen, so leid es mir tut. Ist egal, wir haben unser Training trotzdem und wir gehen ab in den nächsten Wettkampf. So, das ist der Sommer Grand Prix. Springen 1 von 8, Land Deutschland, hielt 108 Meter Rekord 95 von Anton Wildbach. Wir melden uns heute aus der Heimat des großen Georg Thoma. Und an meiner wie gesagt, Seite ist Marcel Leclerc, der uns Informationen spielen. Sozusagen also, aus Leute erster haben alle Hand liefern wird. Ich soll zweite Saison spielen. Ich werde mal was anderes halt den Kameraden zuzusehen. Vielleicht übernehme ich ja bald Ihren Job, Harry. Ja, vielleicht. Wenn ich ganz ehrlich heute bin, freue mich sogar darüber, dass ihr das gesagt habt. Denn es steht der diesjährige Sommer-Grand-Prix an. Richtig Spaß. Oh, oh, dieses Ergebnis wird er nicht gerne sehen. Okay, die schlechte Leistung drückt sich auch in den Zahlen aus. Ein rabenschwarzer Tag war das heute für ihn. Schauen wir uns mal die Aufzeichnung an. Ja, so ich finde das schwer. Sein. Also, das ist irgendwie ganz anders. Keine Ahnung, der Wind ist echt sehr rabiat hier auf der Schanze. Der erwischt dich so ruckartig. Nur mal gucken, sind trotzdem Platz 2 geworden. Na, ganz schauen okay, finde ich, für die Quali. Wir brauchen 99 Punkte, um Platz 2 zu verteidigen. Also jetzt über kommt 99. Endlich ein deutscher Springer. Und der will mal den Wind an, der Ball da drüben. Mal gucken, was sich noch dreht. Was macht eigentlich Sven Angerwein? Tut er nicht. Okay, hab ihn lange nicht mehr gesehen. Ach, der wird schon wieder aus der Versenkung auftauchen. Warten Sie es nur ab. Mhm. Alter, wie schnell du unten bist. Er hat sicher nicht die Möglichkeiten eines Janne Ahonen oder eines Jakub Jander, Marcel. Aber das, was er hier gezeigt hat, ist solides Skispringen, oder? Ja. Und das sind die Punkterichter ja genauso. Und mit der Weite kommt dann eben ein akzeptables Ergebnis für ihn heraus. Das motiviert für die nächsten Springer. Aha. Akzeptables Springen mache ich nur, Leute. Ich springe nur so akzeptabel. Oi. Sind die da warm oder weswegen reden die so schwulig? Also, Mann. Auf jeden Fall, zweiten Platz die haben wir verteidigt. Die Spreu sich vom Weizen, heißt es ja. Bei dir. Ich würde sagen, wir müssen uns ganz schön anstrengen, um diese Parkpenner dann auch es wegzu... Es gibt ja immer noch Leute, die Telemark Passion. Für einen amerikanischen Fernsehstar halten. Oh mein Gott. Na, Telemark. Ah, non, bitte. Sie hatten doch versprochen, Ihre Karlauer heute mal wegzulassen. Mit diesem Sprung springt er genau in den Bereich seiner momentanen Möglichkeiten. Nee, ich mir könnte weiter springen, wenn du mir besseren Wind gibst. Du sollst aber trotzdem noch 108 hinaus. Punkte. Finde ich eigentlich ganz okay. Mama mia, ey. Schauen wir uns das nochmal in der Wiederholung an. Ja, schauen wir uns nochmal eine Wiederholung an. Ja. Nicht schön, aber selten, sag ich mal, ne? ja, sind wir nur Dritter. Der eine springt natürlich noch besser. Sind wir nur Platz 4 geworden. Das Endergebnis hier noch einmal auf einen Blick mein für Gott, Sie, liebe ich Zuschauer. Ich fand das jetzt wirklich schwer, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, diese Chance zu springen, gerade wegen dem Wind. Kann ich mit dem vierten Platz gut leben, bin ich gerade ganz ehrlich. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind eine Stufe aufgestiegen. Es wird auch Zeit. Also so leid es mir tut. Es wird wirklich Zeit. So, jetzt haben wir genau für jeden 10 Punkte und das werden wir auch so aufteilen. Die Landetechnik ist nämlich jetzt auch wieder wichtig in dem Sinne. Anlauftechnik, Flugtechnik und Landetechnik, jawohl, bestätigen.
Hier werden wir mal ausgleichen. So. Nochmal 94 und den Rest müsste hier voll sein. Ja, kommt ja. Und den Rest machen wir dann nächstes Mal dahin. Und dann passt es nämlich. Ihr Geschichte auf dem Cover einer Zeitschrift führt, hätten sie dafür bezahlt. Heute bekommen sie 8000 Euro dafür. Ja, perfekt. So sollte das sein. Wir müssen wachsen gehen. 92,34%. Jawohl. Und dann ab ins Extra-Training. Wieder eine Sommerschanze. Weit zwischen 71 und 85 Meter. Und zusätzlich wird eine Telemarktlandung verlangt. Jawohl. Also wenn man sich die Weiten anguckt, entweder liegt das an der Schanze allgemein, dass die Sommerschanzen kleiner sind. Ich glaube, das ist auch so. Oder man springt halt von einer kürzeren Höhe in dem Sinne. Finde ich das trotzdem schon sehr rabiat, dass sie in dem Sinne auf den Rasen so drauf platschen. Schon sehr beeindruckend. So. Wenn das jetzt nicht gut war, dann weiß ich es auch nicht. Das fand ich war ein perfekter Sprung. Ich habe nicht korrigiert im Flug, gar nichts, habe trotzdem ein bisschen Punkteabzüge bekommen. Ich werde mir erstmal den Sprung in der Zeitlupe angucken, danach werde ich mir mal die Sprunganalyse angucken. Ah, doch, ein bisschen korrigiert habe ich wohl anscheinend doch. Nochmal die Sprunganalyse einblenden. Wo waren wir denn schlecht? Startes Landemanöver. Okay. Okay, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, bin ich gerade ganz ehrlich. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Trainingsaufgabe gemeistert und erhalten jetzt 40 extra Punkte, die Sie fürs Training verteilen können. Ja, okay, machen wir natürlich hier volle Pulle Sprungkraft. Trainieren. Ja. 93 Punkte. Ja, dann wollte ich ankündigen auch hier, dass Euro Truck Simulator ja das Voting gewonnen hat bei Facebook und dass ich das jetzt spielen werde. Es sind ungefähr, glaube ich, 4 Folgen ohne Musik im Hintergrund. Ich werde ab dann Musik einfügen. Ich werde noch so ein bisschen da was suchen, was man da so nehmen kann und dies und jenes. Das wollte ich hier auch noch mit ankündigen. Es wäre vielleicht schön, wenn ihr mir hier vielleicht auch ein Feedback schreiben könntet, was ich abends um 20 Uhr mit dem Spawn in dem Sinne zusammenspielen kann, weil wir da möchten wir gerne mal ein Together, aber ein Splatter vielleicht oder halt ein bisschen was, was gruselig ist oder was ein bisschen mit Blut zu tun hat. Ich finde, um die Uhrzeit kann man sowas ruhig spielen oder zeigen. Wäre vielleicht schön, wenn er uns ein bisschen Feedback gibt und wenn er es halt auf Facebook mir schreibt. Wäre schon sehr cool, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, wir meinten allgemein, wir machen nochmal einen Aufruf und vielleicht melden sich ja ein paar Leute, was man spielen könnte. Wäre für uns auf jeden Fall eine Erleichterung, weil wir zurzeit nicht so genau wissen, was wir da spielen sollen. Ist halt nicht so einfach, wenn wir ganz ehrlich sind. So, Schuhe, die besten. Bindungen, die besten. Masken, haben wir die beste. Handschuhe, haben wir auch die besten an. Die Brille, auch die beste. Okay. Helm. Oh, da gibt es aber noch riesen Unterschiede. Okay, die dürfen wir alle noch gar nicht haben. 95,20. Und wir haben... Welchen hatten wir, Leute? Scheiße, mal ganz kurz abbrechen. Den roten. Okay, 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 okay. Den hatten wir mit 70,60. Den nehmen wir. Den kaufe ich auch noch. Ja. So. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir wieder in den nächsten Wettkampf. Aber das werde ich beim nächsten Mal machen. Ich werde jetzt erst eine Aufnahmepause machen. Genau, würde ich sagen. Und deswegen sage ich Dankeschön wieder fürs Einschalten bei Let's Play RTL Skyspringen. Denkt ein bisschen ans Feedback, was wir abends um 20 Uhr vielleicht spielen sollen. Ja, und dann sage ich wieder vielen Dank fürs Einschalten
Und ja, man hört sich und ciao, Lowie.